Hohe Schuhe, hübsche Ballkleider, Krawatte und Fliege. Einmal wie ein Promi Fotos schießen und unglaublich viel Spaß haben. Also wenn ich denke, dass wir vor 5 Jahren diesen Amateursportpreis in Berlin für die Stadt, für die Amateursportteams ins Leben gerufen haben. Und wenn ich sehe, was wir heute eine bewegende Ehrungsveranstaltung hatten für die 13 nominierten Teams, dann sage ich, war das damals der richtige eingeschlagene Weg. Und ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar, dass die Sportverbände in Berlin ihre Teams nominieren. Und dass wir in Berlin so viele gute Teams insgesamt haben, das wissen wir. Aber dass wir hier in so einem tollen Rahmen im Maritim gemeinsam mit unseren Partnern Lotto, der AOK Nordost und dem Landessport in Berlin diese Ehrungsveranstaltung durchführen können und feiern können. Das ist, glaube ich, ein richtiges Zeichen für den Amateursport in dieser Stadt. Amateursport in der Stadt oder direkt auf der Showfläche. Die coolen Jungs, die Wikinger vom Landesleistungszentrum Berlin, zeigen es uns. Aber auch die jungen Tänzer und Tänzerinnen brauchen ihren Platz auf der Fläche. Und das zeigen sie auch deutlich. Ob die Gäste das gleich nachmachen können? Erstmal anstoßen und dann probieren. Ein Küsschen und dann geht's los. Walzer, Tango, Rumba, alles mit dabei. Applaus, Applaus für die Teilnehmer des Amateursportpreises 2018. Der diesjährige Berliner Amateursportpreis 2018 geht an folgendes Team. Die Spannung steigt. Wer darf den großen Pokal der Night of Sports mit nach Hause nehmen? Am Start und ja, wir freuen uns mega. Und das muss natürlich mit Live-Musik gefeiert werden. Der Berliner Turn- und Freizeitsportbund sieht das ganz genauso. Ja, wir, wie Sie sehen, hier ist Party, wir tanzen und ist alles super. Na dann, Prost!